Diese Aufforderung zu einem religiösen Verhalten, das irdisch gesehen töricht erscheint, politisch unsinnig, militärisch unsinnig, sich aber gerade in der Verheißung einer irdischen Behütung und Erfüllung verbindet, die setzt sich im Neuen Testament fort an einer einzigen Stelle, nämlich in der Lehre von der Vorsehung. Der entscheidende Satz steht in der Bergpredigt und lautet: Sorget euch also nicht ängstlich und saget nicht, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns bekleiden. Denn nach all dem trachten die Heiden. Euer Vater im Himmel weiß ja doch, dass ihr alles dessen bedürft. Sondern trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, und dieses alles wird euch dazugegeben werden. Wir dürfen die Aussage nicht spiritualisieren, müssen vielmehr ihren Kerngedanken genau im Blick behalten. Der sagt nicht, richte deinen Sinn auf das Himmlische, und wenn darüber das Irdische zugrunde geht, dann liegt nichts daran, denn es ist Schatten. Sondern stelle das Reich und seine Gerechtigkeit, also seine Ordnung der Werte und Motive, der Gesinnung und des Tuns, über alles Welthafte, dann wird dein Leben zum Reich Gottes. Zugleich aber fügt das Geschehen um dich her so, dass du auch hast, wessen du irdisch bedarfst. Das ist die Verheißung. Und Sie sehen, wie sich hier nicht spiritualistisch das Eigentliche von der Welt weghebt, sondern die Kühnheit sich kundtut, beides zu verbinden. Wobei freilich daran erinnert werden muss, dass die Verheißung im Zusammenhang mit den Seligpreisungen steht. Ihr Maßbild also nicht der Überfluss, sondern das Nötige ist, wie es im Vater Unser heißt. Unser nötiges Brot gib uns heute oder morgen, je nachdem, wie man übersetzt. Die Verwirklichung des Gottesreiches und die irdische Führung des Menschenlebens, wechselweise eins im anderen, bildet das Grundfaktum der christlichen Geschichte. Es kann sich in konkreten Einzelvorgängen so verdichten, dass sie als solche zu Wundern und Zeichen werden. Diese bedeuten dann etwas Außergewöhnliches noch innerhalb jener Überschreitung der bloßen Natürlichkeit, wie sie im ganzen christlichen Dasein liegt. Denn Letzteres ist schon selbst etwas, das von der bloßen Welt her nicht möglich ist. Föda ad perniciosa superstitio, haben die Römer es genannt. Ein hässliches und verderblicher Aberglaube. Ärgernis und Torheit für jedes Denken, das nur die Welt und ihre Zusammenhänge anerkennt. In ihm kann aber auch Epiphanie geschehen. Das heißt, deutlich werden, dass hier das Eigentliche am Werke ist, und das ist das Zeichen. Sehen Sie, von hier fällt doch ein Licht auf das, was der echte Begriff des Eschatologischen meint. Wie das Alttestamentliche, so geht auch das christliche Dasein auf ein Künftiges zu, welches Künftige aber schon jetzt begonnen hat, nur verhüllt ist. Darauf ruht die Anthropologie des Paulus. Der Inhalt dieses Künftigen ist die Vollendung des neuen Menschen, wie Paulus ihn in seinen Briefen an Römer und Korinther bestimmt. Und nicht nur des neuen Menschen, sondern des neuen Himmels und der neuen Erde. Das heißt, der biblische Ausdruck für Welt, die neue Welt, wie ebenfalls Paulus im Römerbrief und Johannes in den letzten Kapiteln der Apokalypse sagen. Im Zeichen leuchtet an einem einzelnen Geschehen jenes Ganze durch, das durch den Gang der Geschichte hin verhüllt ist, aber am Ende offenbar werden und alles bestimmen soll.